So, und damit herzlich willkommen und willkommen zurück vor allem zu einem neuen Let's Play, was schon lange angekündigt war und jetzt endlich realisiert werden kann mit meinem neuen wunderschönen PC. Gothic 2, die Nacht des Raben. Die Nacht des Raben ist blind bei mir oder für mich. Ich habe keine Ahnung, was da drin vorkommt. Ich weiß nur, dass irgendwie Wassermagier eine Rolle spielen. Einfach nur deshalb, weil da hinten Wassermagier rumstehen, die ich schon aus Gothic 3 nebenbei kenne. So, und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, sondern werde gleich Gothic 2 starten und jetzt mal die Klappe halten. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Xardash! Nicht gedacht, dass wir uns noch mal... Alter Schmunzelbärt! Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Okay. Von welcher neuen Bedrohung sprichst du? Genug Zeit haben wir ja jetzt. Was? Genug Zeit haben wir ja jetzt. Der Schläfer ist besiegt. Ja, dann werden wir an den ersten Teil ein bisschen anknüpfen. Warum nicht? Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Ja, hervorragend. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Okay. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinis. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Bedrohung, von der ich erst kürzlich erfahren habe. Okay, diese andere Bedrohung wird wahrscheinlich nicht zufällig die Bedrohung von der Nacht des Raben sein. Hören wir es mal an. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Veljas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Velias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben.
Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Ja, Mensch, welch frohe Kunde. Was können wir tun? Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Nee, ich brauche Waffen. Wäre gleich ganz kriegerisch. Schnell kommen, was können wir erstmal tun? Bisschen konstruktiv denken hier. Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie lungert vermutlich. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, genau. Was genau ist das Auge Innos? Ja, klar. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich zur Stadt? Das ist nicht so schwer. Ich brauche Waffen und bei mir klingelt es gerade. Kleinen Moment. So, zurück im Text. Gast ist abgewimmelt oder zumindest beglückt. Wo waren wir gerade? Warum sollten mir die Paladine das Auge der Innos geben? Ja, gute Frage. Wie komme ich zur Stadt? Ja, das weiß ich bereits. Ich brauche Waffen. Ja, schön. Ich werde so schnell möglich aufbrechen. Ich breche mich nicht auf. Nein, warum sollten mir das geben? Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Wie beruhigend. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Ja, das wird wahrscheinlich total schnell gehen. Wie komme ich zur Stadt? Einfach geradeaus, du Hirsch. Ich brauche Waffen. Ja, komm. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Und das werden wir nehmen. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Okay. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Na gut, Kapitel 1, die Bedrohung. Ah, zu epischer, pompöser Musik. Und gleich tun wir so, als könnten wir lesen. Buchkomode. Komm, mach was. Sind gleiche Steuerung wie bei Gothic 1, habe ich gleich so gelassen. Oh, Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Essenz der Heilung, 2 Heilpflanzen. Extrakt der Heilung, 2 Heilkräuter. Elixier der Heilung, 2 Heilwurzeln. Jegliche Arbeit am Alchemietisch erfordert eine Laborwasserflasche, die während des Prozesses verbraucht wird. Für das Brauen von Tränken der Heilung oder der Stärkung der magischen Kraft benötigt der Anwender neben der speziellen Zutat immer eine Pflanze Feldknötterich. Für das Brauen von Tränken, die permanente Veränderung des Körpers oder Geistes bewirkt, benötigt der Anwender immer eine Pflanze Kronstöckel. Okay, und das ist auch die wichtigste Pflanze im ganzen Spiel, weil ich weiß, sie ist noch sehr, sehr rar. Also es gibt, glaube ich, nur 10, 20, 30, 100, keine Ahnung davon. Schade, gehen wir weg von diesem Buch. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes zu sehen. Buchkommode, Moment. Kann ich mich da rein? Ah, das wird gerade benutzt. Okay, das ist gar nicht mal so unlogisch. Hier haben wir eine Harpie ausgestopft und eine alte Steintafel. Dazu kommen wir gleich. Was war das hier für ein Kamerad? Ein Skelettkrieger mit einem lustigen Hemdchen an. Naja, okay.
Kann man hier irgendwas mitnehmen? Hier nicht. Runentisch. Womit denn? Ja, mir fehlt der entsprechende Gegenstand und das entsprechende Wissen. Alchemietisch, haben wir gerade drüber gelesen. Ein Trank, nehmen wir mit. Okay. Wo war das? Genau hier. Ah ja, wir haben ein neues Inventar und es ist wesentlich schmucker und übersichtlicher als das in Gothic 1. Wir haben nämlich jetzt unsere Gegenstände nebeneinander. So, wir haben eine Essenz der Heilung gerade aufgenommen und eine alte Steintafel. Eine graue Steintafel. Lesen wir doch mal. Das kann ich nicht lesen. Ach, sag bloß. Ich aber, da ich gerade zufälligerweise Altsteintafelisch kenne, kann. Gut, weg damit. Kann man nicht darauf ansprechen, Xardash? Hallo, Xardash? Hey, du. Hey, du. Wie komme ich zur Stadt? Nein. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ja, genau. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Oh, gleich 50 Erfahrungen. Wie schön. Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Schöner Briefbeschwerer, na gut. Wo genau sind wir eigentlich hier? Genau, gleich mal weiterreden ein bisschen. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Schnell gemacht. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Ja, der Xars ist offensichtlich ein Turmmensch. Ich fand es auch ziemlich witzig, in so einem Turm zu wohnen. Naja, gut. Woher bekomme ich eine bessere Ausrüstung? Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Okay. Gut, der Rest interessiert mich gerade nicht. Mal weitergehen. Gucken, was wir noch so alles aufklauben können aus dem alten Turm hier. Hier kann ich mich mal hinlegen und pennen. Brauche ich aber gerade nicht. Ist hier irgendwas? Nö, hier ist auch nichts. Doch, ein schwerer Ast. Unsere erste mächtige Waffe. Würdest du mit dem den schweren Ast nehmen? Dankeschön. Ausrüsten. Genau. So, nach unten und nach oben. Erstmal nach oben, um den Ausblick zu genießen. So. Sieht doch ein bisschen schöner aus als Gothic 1. Also ein bisschen schon wesentlich schöner. Schönere Texturen und schönere Grafikeffekte. Und hier haben wir einen Trank und ein Bild. Das tut sich wahrscheinlich kein Spieler normalerweise richtig an. Ich tue es einfach mal, weil es ein schönes Let's Play ist. Ich kann aber nicht sagen, was das sein soll. Da hinten sieht aus wie eine Burg und es ist ein schöner Naturhain hier. Keine Ahnung. Schön romantisches Bild. Naja gut. Wahrscheinlich sowas Excalibur-technisches. So. Und hier ist der erste schöne Blick auf das Vordach des Turms. Naja, wenig spektakulär. Was ist das hier? Eine Belia-Statue. Kann man davor beten? Kann man irgendwas machen damit? Beten? Ende. Erstmal Ende. Okay. Das war seltsam und verstörend. Kann man da oben hoch? Wahrscheinlich nicht. So, das ist jetzt unsere neue Welt von Gothic 2. Ich werde wahrscheinlich noch auf so ziemlich jeden Hügel hier klettern, den ich finde. Weil ich es einfach nur geil finde, auf irgendwelche hohen Hügel zu klettern bei Gothic 2 und runter zu gucken. Das mag jetzt total seltsam wirken, aber es ist alles einfach so ein Schlüssel. Juhu. Und viel zu lesen scheinbar. Dann fangen wir mal an. Lies das Buch. Du Hippie. Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt eigene Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers mehren. Ein erfahrener Jäger weiß um die Trophäen seiner Beute und kennt die verschiedenen Methoden, sie auszunehmen. Zähne reißen. Die Zähne sind die Waffe von vielen Tieren und Wesen. Wer darum weiß, wie er sie seiner Beute fachkundig entreißt, findet bei Wölfen, Snappern, Schattenläufern, Sumpfhaien und Trollen seine Beute. Fälle abziehen.
Ein Talent, das der erfahrene Jäger oft zu nutzen weiß. Gibt es doch viele Tiere, deren Körper von einem Fell geschützt ist. Ja, Schafe, war ein mächtiges Tier. Schafe, Wölfe und Schattenläufer, um nur einige zu nennen. Ein Jäger, der dieses Talent beherrscht, kann auch die Häute von Sumpfhaien und Lurkern abziehen. Krallen brechen, eine Kunst, die bei Varan aller Art, Snappern, Lurkern und Schattenläufern eingesetzt werden kann. Ja, das ist richtig. Scheinbar in diesen Büchern steht erst ein bisschen was Allgemeines über das ganze Spiel. Egal, was immer ein bisschen Quatsch und eine Lesefolge ist, die erste Folge ein bisschen storylastiger. Jagd und Beute. Jedes Tier, bla, hat man schon. Die Blutfliegen. Um den fliegenden Teufel auszunehmen, bedarf es zwei besonderer Künste. Zum einen können ihm die Flügel abgetrennt und zum anderen kann der Stachel entrissen werden. Beide Künste sollte der erfahrene Jäger einsetzen, um sich die Trophäen anzueignen. Feldräuber und Minecrawler greifen mit Zangen an. Vor allem die Zangen der Minecrawler gelten als besonders wertvoll, weil sie ein Sekret enthalten, das magische Kräfte steigert. Allerdings sollte es mit Vorsicht genossen werden, da der menschliche Körper mit der Zeit nicht mehr darauf reagiert. Ebenfalls sehr begehrt sind die Platten der Minecrawler. Aus ihnen lassen sich Rüstungen herstellen. Ja, hat man ja schon im ersten Teil ganz prima gemacht. Und sehe gerade, es wird eine relativ lange Folge, aber es ist auch die erste Folge, alles wird gut. Es wird eher so eine halbstündige Folge, schätze ich mal. Mal sehen. Tränke permanenter hat man, glaube ich, schon... Nee, Elixier der Geschicklichkeit, eine Goblinbeere, bla bla bla, interessiert jetzt keinen. Ein paar Rezepte, kann man später vielleicht nochmal angucken. Jetzt ist erstmal unwichtig, ist keine Geschichte drin, lohnt sich nicht zum Vorlesen. So, die Insel. Ah, wo sind wir denn hier? Die Hafenstadt Korinis liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Myrtana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Verurteilte, die tief unter der Erde nach dem magischen Erz schürften. Außerhalb von Korinis gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzen, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Der Generation ist der größte Hof im Besitz eines Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das von den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Forschungen nach und keltern Wein. Lass mich raten. Letztendlich sitzen sie nur im Keller und saufen. So. Und übrigens, zu diesem Kloster will ich dann auch relativ schnell aufbrechen, denn, das sage ich euch gleich. Erstmal hier zur Truhe. Ich nehme an, der Schlüssel ist derjenige, den wir auf dem Tisch gefunden haben. Gold. Ah ja, mit Klick mache ich das, gut. Licht. Als Zauber nehme ich zwei Dietriche und einen Dolch, der wahrscheinlich stärker ist als mein jetziger Stab. Schaden 10, benötigte Stärke 10. Nein, ist er nicht. Dann bleiben wir beim Ast. Gut. Und die letzte Buchkommode. Dann habt ihr es geschafft. Der Weg des Kampfes. Angriff ist die beste Verteidigung bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten und überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombinationen mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht, kann weitere Kombinationen ausführen. Kombination, Kombination, Kombination. Okay. Wenig Information, dafür mehr Kombination. Haha. Und jetzt haben wir auch einen schönen Regen, passend zum Anfang des Spiels, ganz hervorragend. Lass uns mal runtergehen. Auf der mittleren Etage waren wir jetzt schon, auf der oberen Etage waren wir auch schon. Ich finde die Steine mittlerweile relativ schön, also es sieht schön aus, die Texturen, wie sie hier so geraten sind. Auch für das Alter des Spiels, sehr entspannt. Hat echt eine gute Atmosphäre. Allgemein wie alle Gothic-Spiele. Hallo? Jetzt sind wir bald mal unten. Turm ist ganz schön hoch, kann das sein. So, wir könnten hier links nach draußen schon. Nein, aber erstmal noch ein bisschen den Turm plündern. Das hat gerade geruckelt, ich hoffe bei euch nicht. Eine Truhe. Was haben wir da drin? Ein mächtiges Bastardschwert. Nein. Eine Fackel. Ja, nimmer. Gold. Reichlich kann man hier irgendwie alle greifen, weiß ich nicht. Leichte Wunden heilen, warum nicht? Feuerball zweimal, auch okay. Das Teil schließen. Man will mal bei diesen Wänden alle Wände ablaufen, um irgendwie geheime Schalter zu finden oder sowas. Aber ich glaube, hier ist eigentlich nichts wirklich. Eine Fackel. Einmal Wasser. Noch eine Fackel, die man nicht sieht. Wasser, weil es so schön dunkel ist. Ist das Wasser gegriffen? Nein. Eine Laborwasserflasche. Oh, da können wir schon anfangen, irgendwas zu brauen. Na? Aber würdest du bitte mal diesen blöden Mist nehmen? Dankeschön. Du sollst nicht ins Regal laufen. Du sollst einfach die Fackel greifen. Nimm die Fackel. Nimm die Fackel. Ah, einfach mit einem normalen Klick. Ah, okay. Also es ist doch nicht ganz die Steuerung von Gothic 1. Ich muss nicht mehr nach vorne drücken, um irgendwas zu bekommen. So, Kisten. Gold!
Gold. Nicht mehr Erz wie in Gothic 1 noch. Liegt wahrscheinlich auch noch irgendwas am Boden, nicht wahr? Eine Heilpflanze. Ein Feuernessel, ein Dunkelpilz, all das greifen wir uns. Weidenbeere, Waldbeere, Blauflieder, alles irgendwelches Kropfzeug, was hier rumwächst. Goblinbeeren, ihr seht schon, Gürtel, ach wie schön. Ihr seht schon, ich bin wieder der alte Messi, wie auch in Gothic 1, habe ich mir nicht abgewöhnt. Drachenwurzel, Waldbeere, Weidenbeere, alle Beeren, kommen, alle in den Mund stopfen und wahllos essen. Ein leckeres Bärenkompott im Gesicht. So, ist hier noch irgendwas? Ja, Gold! Hat der Arnold Tropf wahrscheinlich hier oben verloren. Ist da überhaupt jemand drinnen? Nee. Sind wahrscheinlich die Knochen schon durchgefallen. Ja, gut. Das scheint es auch gewesen zu sein. Hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Ja, gut. Dann mal raus in die neue freie Welt. Aber eigentlich könnte ich vorher einen Schnitt machen, weil ich glaube, die Folge ist lang genug. Bevor wir in die neue Welt treten, mache ich hier kurz einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde derweil beim Rendern erstmal die ganzen Videos einfügen, die mal wieder nicht aufgenommen werden vom lieben Fraps-Programm. So, dann werde ich jetzt wieder das einschneiden müssen mit Bink, Smecker, Trala. Ist ja auch egal, das wisst ihr alles nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.